Diese Nanny zwingt das Mädchen, den abgelaufenen Joghurt zu essen. Das Mädchen gräbt den Joghurt mit den Fingern aus und leckt alles auf, bis sie der Nanny den Lernbecher zeigt. Dann erlaubt die Nanny dem Mädchen zu gehen. Wenn niemand hinschaut, macht sie heimlich aufs Töpfchen. Am nächsten Tag nimmt die Nanny das Mädchen mit auf einen Ausflug. Während sie schläft, rennt das Mädchen weg. Die Nanny sucht nach ihr und findet sie zum Glück im Park. Sie hebt das Mädchen hoch und schimpft mit ihr. Das Mädchen wird wütend und beißt in die Schulter. Als sie nach Hause kommt, findet die Mutter ihren Sohn mit einem Bissabdruck am Arm. Die Nanny lügt und behauptet, dass das Mädchen ihn gebissen hat. Die Mutter ist skeptisch. Aber dann zeigt sie ihre Schulter und gewinnt das Vertrauen von der Mutter. Immer wenn sie mit den Kindern allein ist, zeigt die Nanny ihr hässliches Gesicht. Sie treibt das Mädchen in die Enge und droht, ihren kleinen Bruder fallen zu lassen. An diesem Tag bekommt die Nanny einen Entlassungsbrief. Sie denkt, dass das Mädchen daran schuld ist. Also nimmt sie ein Messer, füllt die Badewanne mit Wasser und ruft das Mädchen, um ein Bad zu nehmen. Das Mädchen rennt zurück in ihr Schlafzimmer und versteckt sich unter dem Bett. Als die Mutter nach Hause kommt, sieht sie die Nanny auf dem Boden mit einem blutigen Messer in der Hand.